Sennerei von Türbel. Hier käsut der Senn, der Charlie Seematter, jeden Tag. Und das 7-mal in der Woche. Ferien gibt es nur während der Zeit, wo die Kühe auf der Alpo sind. Der Senn im Dorf, der will aber nicht klagen, weil er macht seine Arbeit gern. Ja, das ist das Gewinnen, das ist der. Klar, jetzt wäre es gut, der Chef, dass dir niemand nicht befehlt und die Arbeit als selber einteilen kannst. Und das ist das, dann geht das schon. Ist klar, er ist schon mit seiner Härte raus, aber das geht. Die einheimischen Bäuern die bringen täglich ihre Milch in die Sennerei. Einmal im Monat verteilt der Senn zusammen mit dem dreiköpfigen Komitee von der Milchgenossenschaft die Käse an die Bäuern weiter. Jeder bekommt für die gebrungene Milch die genaue Anzahl Käse. Der Präsident von der Genossenschaft, der Felix Lorenz, der trägt alle Daten genau ein. Praktisch kein Käse sei kaputt, lässt er uns wissen. Hat Türbel dafür ein Geheimrezept? Also, das ist schon ein Ding, auf einmal die Kommission, wo wir einander zusammenarbeiten tut und einander helfen tun und nicht beim Senden zusammen. Dass wir heute qualitätmässig und Sachen erhalten können. Wo liegen denn die größten Schwierigkeiten? Also die größten Schwierigkeiten liegen, und weil das jetzt ältere Leute, der Vorfall und Jüngere, nicht mehr so das können übernehmen, dass die selten 3 Jahre Schule machen, was wollen vorschreiben und machen. Und das könnte ein bisschen ein Problem geben. Einfach ist es nicht, also eine Sennerei langfristig zu erhalten. Im Talgrund arbeitet man anders. Moderner, konstruktiver, zeitgemässer und entsprechend schneller. Die Tatsache, dass aber die Käse zu Türbel qualitativ gewöhnlich überzeugend, spricht für den Senn im Dorf. Der Charlie Seematter, der gibt die Blumen aber geht weiter. Das ist die Qualität von den Bäuern, muss ich stimmen. Und da kann man auch etwas recht machen, oder? Wie merkt man das, ob die Qualität von Bäuern stimmt? Ja, da machen wir Altbot, machen wir Kontrolle. Und, also, und die gut sind, nimmt man. Und die nicht gut sind, müssen wir sofort melden. Und dann müssen die da einfach handeln, als Doktor und rustig draufnehmen. Trotz gutem Käse, trotz viel Milch vom Büro. Die Milchgenossenschaft Türbel die ist euch auf auswärtige Bäuerinnen angewiesen. Seit längerem gibt es euch tatsächlich Interessierte, die ihre Milch ins Bergdorf bringen. Eine zusätzliche Einnahmequelle, die für Türbel sehr willkommen ist. Für uns ist das schon sehr wichtig, weil wir sind nicht mehr viel Büro. Und darum sind wir auf jeden Liter, der springen und das er verkäsen kann. Sind wir schon froh, wenn es kommt. Und das hilft ja auch, dass wir die Sennerei noch länger halten können. Von wo kommen die Leute? Also, es sind ja von Amt und von Stahl, die die Milch zusätzlich bringen dient. Weitere Kosten sparen die Milchgenossenschaft im Dorf mit der Auszahlung von Vorstandsmitgliedern. Die arbeiten nämlich alle ehrenamtlich. Das ist keine Selbstverständlichkeit im heutigen Zeitalter. Das findet euch der Kassier, der Anton Sommermatter. Es ist zeitlich ein grosser Aufwand, das zu betreiben. Und wenn man die Zeit mit Geld abgehalten hat, dann könnte man es reinschliessen. Das kann man finanziell nicht leisten. Und das ist Tradition in den Gemeinden oder mit Einschieden, dass man Genossenschaften ehrenamtlich immer das Kommen macht. Das ist begrenzt auf 3 Jahre, 5 Jahre, je nachdem, wie viel Arbeitsaufwand es gibt. Schlussendlich wird jeder profitieren, die Produktion kommt dafür billiger, man kann die Institution erhalten und so kann man auch überleben. Das ist immer so eine Tradition vom Berg. Das Komitee hat also etwas zu tun, allen voran der Präsident. Verschiedenste Arbeiten für die Sennerei fallen nämlich genau ihm jeden Monat immer wieder an. Wenn man sieht, die ganzen Vorschriften, Formulare, die der Präsident uns füllen muss, er muss jedem, von jedem Eigentümer Milch, der Käse und alles auf Bären melden. Er muss Jahresabrechnungen, er muss Monatsabrechnungen machen. Der, was Geld hat, das ist zwischen 350 und 400.000 Franken, was da Geld im Umlauf ist, ohne die Produktion. Der Käse, den er nachher den Privaten verkauft, das gibt zeitlich ein Aufwand. Und wir sind als Laie, wir sind halt mehr länger dahinter als ein Profi. Ein weiteres Problem, das Türbel und Milchgenossenschaft belastet, ist die Sanierung von der Sennerei. Man sei zuversichtlich, die Sennerei langfristig zu erhalten, wenn die Sanierung gut über die Bühne gegangen. Das sagt der Anton Sommermatter.
Was aber genau an der Sennerie muss saniert kommen, das hat der Alois Jön, der Aktuar von der Milchgenossenschaft, erklärt. Wir müssen hier oben von der Sennerie den Boden dichten, dass das Wasser hinüber kommt. Das heisst, dass wir den ganzen Blättchenboden alles müssen rausziehen und nachher macht die Zicke einen totalen neuen Boden. Nachher müssen wir im Keller die Decke abschleifen und nachher der Boden, ein gewisser Boden, die werden ein bisschen uns besser. Die Vorschriften für die Sanierung die kommen vom Gesundheitsamt. Da heisst es, die Decke müssen gedichtet kommen. Der Kostenpunkt der liegt mit 50'000 bis 55'000 Franken. Ein hoher Betrag für die Milchgenossenschaft von Dürbel. Wir decken die Kosten oder probieren die Kosten zu decken. In dem Fall, dass wir jetzt am 23. September eine Ringkampf durchführen und hoffen, dass hier da etwas kommt, dass wir mit dem Geld hier die notwendigen Kosten decken können. Helfe der Erlös vom Ringkuhkampf für die Sennerei im Dorf zu sanieren? Es bleibt zu hoffen für die Dorfbevölkerung und in Senn von Dürbel. Weil ihr Käse soll qualitativ hochstehend sein und wird darum euch im ganzen Dorf sehr geschätzt.